Willkommen zurück zu Donkey Kong 64. Nach dem großen Preis um die goldene Banane haben wir jetzt Donkey Kong hier an Ort und Stelle und gucken mal, was dieser Hebel bewirkt. Ich glaube, ich weiß es. Und zwar hat das was zu tun mit diesem, was ich schon angesprochen habe, Gitter, was sich öffnet. Ach, nicht der Kasplat war da drunter. Da war die Kampfarena. Und da waren Münzen für Chunky. Das war es auch schon. Macht nichts. Okay, ihr Schrotthaufen. Na du Blechzinger. Dann gehen wir einfach mal direkt mit Chunky auf die Kampfplatte. Und Chunky darf dann seine Kampfkünste unter Beweis stellen. Ich bin gespannt. Da war doch noch mehr, außer die paar Münzen, oder? Ist ja lächerlich. Na? Oh, er bringt sich in Position. Schade. Das hätte ich ein bisschen besser, dass ihr das besser seht. Okay. Höllischer Hinterhalt. Oh, jetzt sind auch erstmals Kasplaten dabei. Kremlings zur Verstärkung. Wenn wir den ein bisschen so hinhalten, dann ist es kein Problem. Wir müssen uns ja nur über die Zeit retten. Der Rest ist ja Wurst. Da geht das ja am besten. Man braucht nicht flüchten. Muss ihn aber auch nicht mit aller Gewalt umbiegen. Wobei, das könnten wir jetzt machen. Unser super Rülpser. Oh, aber sein Angriff hat getroffen, nicht meiner. Und tschüss! Starke Leistung. Wie immer. Wie immer. Die nächste Krone gehört uns. Was gibt's hier noch im R&D-Bereich? Das für Donkey Kong. Damit verlassen wir den R&D-Bereich dann auch. Ist in Ordnung, wir haben hier eigentlich alles. Jetzt mal gucken, wo waren das schnell? Right here. Exakter Treffer. Jetzt sind wir hier. Okay, eine Diddy-Platte. Aber wir müssen hier mit Donkey hin. Danger, High Voltage. Da war ein Hebel drin. Und was der bewirkt, werdet ihr sehen. Nicht mal im nächsten Part, sondern noch in diesem. Ich bin immer in Versuchung, das zu sagen. Aber im nächsten Part. Ihr kennt mich. Okay. Damit wieder in die Hände gespuckt. Donkey steuert das so. Online. Checking. Starting. Auto Production. Ganz genau, jetzt wird hier mal alles in die Wege geleitet. Wow. Und los geht's hier, an dieser Plattform. Und auch das öffnet sich. Da werden wir unseren Spaß haben. Und dafür gab's eine goldene Banane. Und im Maschinenraum wird jeder nochmal eine goldene Banane haben. Und dann müssen wir uns halt nur noch umgucken. Die Feen haben wir alle. Jeder braucht seine Bananen. Und seine Blaupausen. Hier muss aber nochmal Diddy hin. Ja, das ist schade. Den ganzen Weg nochmal machen. Tausch was. Diddy, Umweg. Na gut. Aber mit zwei intelligenten Teleportationen. Oder Bananaportationen. Kommen wir ganz schnell in den R&D-Bereich. Und da kommen, glaube ich, Lianen, die einem zum Bonusfass führen. Wir werden sehen. Lass mich rein. Jawohl. Zeig her.
hatte ich noch halbwegs richtig in Erinnerung. 20 Sekunden? Ich brauche eine. Es hätte ausgereicht. Eine Sekunde. Oh, der Biberputzmann. Da wurde schon im Vorhinein gefragt, wie das gehen soll. Treibe alle Justin Bieber in die Grube. Drücke A, um zu springen, und B, um sie zu erschrecken. Es ist wirklich nicht einfach. Man braucht ein bisschen Übung. Ich bin mal gespannt, ob ich das noch kann. Müssen sie halt erschrecken, so dass sie in die Grube laufen. Eigentlich ganz einfach. Muss halt nur ein bisschen die Technik drauf haben, und manche wollen einfach nicht. Ich drücke immer B, also beziehungsweise im richtigen Moment, so dass wir sie dahin scheuchen. Und es ist das erste Mal, dass wir diese Mission haben. Die wird noch öfter kommen, und die ist einfach nur blöd. Aha. Komm, komm, komm. Wenn andere Let's Player meinen, das hier mit Safe States zu spielen, kann ich auch nichts dafür. Ah, komm! Okay, vielleicht sollte ich auch Safe States benutzen. Okay, einer ist freiwillig reingelaufen. Komm, jetzt. Oh, yeah. Es geht doch. Die Biber sind meine Freunde. Bis auf Justin Bieber. Und die nächste Banane im Sack. Wohin des Wegs? Maschinenraum. Wir werden uns das angucken. Da gibt es jede Menge Bananen. Da muss erstmal Donkey rein. Auch das haben wir jetzt aktiviert, leider. Lass mich hoch. Die eine Banane haben wir schon freigeschaltet mit Diddy, ihr wisst es. Auch die Laufbänder kennen wir noch bestens. Aus der ersten Welt. Wir werden uns hier jetzt ein bisschen umgucken. Aha, ein lilaner Ballon. Okay, gibt es auf der anderen Seite noch was? Okay, nicht vergessen, ein lilaner Ballon. Kriegen oben den Banana Potter 4. Der ist wirklich sehr praktisch. Hier haben wir grüne Münzen. Ja, immer so ein Dürschenanne. Aber auf jeden Fall wäre es vorteilhafter gewesen mit Tiny. Ach nee, das sind blaue. Wir müssen echt mit jedem Kong hier lang gehen. Außer mit Diddy. Sehe ich jetzt schon kommen. So, sind es die Zeiger von der Uhr sozusagen. Wir uns immer noch auf dem Niveau von Mario 64 begeben. Okay, da haben wir den Banana Porter. Das wollte ich natürlich nicht. Ich wollte hochspringen. Mit Z und A. Bevor der mich treffen kann. Nice, nice. Okay, erstmal Tiny. Das ist wirklich am wichtigsten. Nicht wegen den Münzen, sondern eher wegen dem Ballon, der da gethront hat. Oh, verdammt. Ja, wir müssen mit Chunky auch hier lang. Es gibt keinen anderen Weg. So, wo war der Ballon? Hier. Und weiter unten war nichts, ja? Wir können mal runtergehen. Wir haben ja den Banana Porter. Das war auch definitiv nichts. Autsch. Das Paket hat mich erwischt. Oh, wir können aber hier mal machen. Wo kommt denn das raus? Okay, aber nicht auf Zeit, oder? Nein! Nicht auf Zeit. Hier ist ja gar nichts mehr auf Zeit. Aber wir wollen uns mal angucken. Wo ist denn das? Wo ist denn das? Da ist noch ein Tauschfass. Och, Kinder, ist mir jetzt egal. Jetzt das Chunky-Zeug. Vor allen Dingen die ganzen Bananen hier. Das heißt, wir müssen hier auf diesen Träger. Es sei denn, wir fallen runter. So, mal gucken, wie viele. Ah, doch, einige. Jetzt bin ich der Meinung, kannst du ein bisschen schneller werden.
Und es sieht aus, als wären das die letzten Bananen für Chunky. Weil das sind schon einige. Ja, definitiv. Chunky hat alle Bananen. Das ist doch schon mal ein schöner Erfolg. Jetzt kriegt er noch ein paar Münzen. Es sei denn, er springt daneben. Aber hier kann man klettern. Der mit seinen kurzen Beinchen. Los. Ein bisschen behäbig die Kamera. Naja, ich bin von den neueren Spielen wahrscheinlich einfach ein bisschen zu verwöhnt worden. Und noch blaue Bananen haben wir auf dem Weg und da können wir uns mal weitergeben. Tausch was. Komm her. Give me blaue Bananen. Nein, nein, nein. Ich will trotzdem hier aufsteigen. Ich glaube, das war's alles. Müssen wir mit Lanky hier haben. Ach du Scheiße, hat er wenig. Warum hat er so wenig? So, lass mich wieder drauf. Okay. Da sind blaue Münzen, deswegen gehen wir weiter. Das mit den Plattformen sieht so simpel und einfach aus. Man kann so leicht hier runterfallen. Das glaubt ihr gar nicht. Ach Mensch. Take the coin. Ein weiteres Tauschfass. Und du gehörst mir. Du gehörst mir. Hallo? Jemand zu Hause? Verstanden. Da geht's weiter mit DD. Da haben wir auch die Münze. Ah, hier ist noch Lanky-Zeug. Ah, ich verstehe schon. Das ist der Lanky-Schalter. Da müssen wir dann da hoch. Erstmal die Sachen für Diddy. Das werdet ihr noch öfter sehen. Dieses Hin- und Her-Gewechsel im Tauschfass. Mehr als oft genug. Oh, alle Bananen. Das ist nice. Mit Diddy werden wir fertig. Und hier? Ach du Scheiße, welcher Kasperl ist es? Der für Donkey Kong. Meine. Da muss Lanky hoch. Das ist Tauschfass, ich krieg's nicht. Oh. Tschüss. Hey, cool. Wir haben es überlebt. Dann machen wir erstmal das mit Donkey Kong. Das wird schwer genug. Nee. Warum? Das ist Unsinn. Lanky muss ja den Schalter unten betätigen. Und oben gibt es ja noch ein Tauschfass. Oh Gott. So, Lanky. Der war da bei dem Aufgang. Da, wo es losgeht. Das war sicherlich auf Zeit. Ganz genau. Oder war hier gar nichts auf Zeit? Irgendwie nicht. Seltsam. Soll mir nur recht sein. Ich schnappe mir die nächste Banane. Man will hier echt nichts überstürzen. Aber das wird jetzt ein bisschen schwierig auf den glatten Rohren. So, die werden ein bisschen langsamer. Okay, erstmal hier drauf. Und jetzt... auch schon wieder mein uralter Control-Stick. Der ist nicht so präzise. Macht mich nicht checkig. Ohne Scheiß, warum muss er das auch noch als Handstand machen? Sonst würden wir abrutschen, liebe Freunde, aber rein von der Logik her
Das ist ja noch doppelt und dreifach gewagt. Okay, Leute. Weiter geht's im nächsten Part. Also bis dann und ciao.